Integration ist eines der großen Themen unserer Zeit. Mit wir helfen wir, damit sie vor Ort gelingt, sagte der hessische Bevollmächtigte für Integration und Antidiskriminierung, Jo Dreiseitel, zur Begrüßung der Konferenzteilnehmer und gab damit bereits die Richtung vor. So sprechen derzeit etwa alle von Willkommenskultur, ohne den Begriff aber wirklich sinnvoll mit Inhalten zu füllen. Es ist ein Begriff, der immer mehr auch verwendet wird, der aber, was die inhaltlichen Dimensionen angeht, vor dem Hintergrund der ganz praktischen Entwicklung in den Landkreisen und Städten, in den Vereinen, Organisationen immer wieder neu hinterfragt werden muss. Und es geht darum, auch die konkrete Praxis zu überprüfen und unsere Gesellschaft so zu konstituieren, dass sie aufnahmebereit ist gegenüber der zunehmenden Zahl an Zuwanderern und aktuell auch an Flüchtlingen, aber auch definiert, was sind die Anforderungen der Gesellschaft gegenüber diesen Neubürgern und auch den Flüchtlingen, was unser Wertesystem angeht und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit dem Wir-Programm will die hessische Landesregierung die Kommunen bei der Aufnahme und der Integration von Migranten unterstützen. 32 Kommunen und Landkreise sind bereits daran beteiligt. Das Land Hessen stellt dafür jährlich rund 3,1 Millionen Euro zur Verfügung.